was. Außen stehen zwei Skelette. Die bekämpfen mich gerade. Die sich noch gegenseitig abschießen. Die auch noch gegenseitig abschießen, die Skelette. Pfeile könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Du hast einen netten Krater jetzt neben deinem Haus. Ja, ich habe noch 26, also von daher. Pfeile kann ich die haben? Wo weißt du jetzt schon, wo du den Bibliothekar gelassen hast? Nö. Ja, toll, ich brauche ihn jetzt. Und den Pfeilmacher brauche ich jetzt beide. Der Pfeilmacher ist, glaube ich, tot. Was? Bist du dir sicher? Ich brauche den Pfeilmacher jetzt, Junge. Sonst kann ich keine Sticks trainen. Vor allem der eine Waffenschmied liegt einfach an dem Turm und der Turm ist einfach von hinten offen, ne? Ja. Ich mache ihn mal wieder zu. Dann ist ihm auch nicht mehr so kalt. Könnte es sein, dass du den Bibliothekar in ein Haus gesperrt hast, was von zwei Seiten geschlossen ist, aber von der einen Seite immer noch offen? Nein. Hier ist der Nichtsnutz? Nee, ne? Da ist auch keiner drin. Hier ist der Nichtsnutz im Bett. Selbst das Schaf ist nicht mehr da an dem Haus. Da ist schon wieder ein Schaf. Ach, dieses scheiß Creeper andauern. Ich hab den Pfeilmacher gefunden. Die Nerven. Ja, schön. Ich suche aber auch gerade den Bibliothekar. Digga, jetzt reicht's, ne? Ja, das ganze Dorf sieht einfach nur scheiße aus. Wegen diesen behinderten Creepern, die es einfach nicht lassen können. Guck mal, da drüben ist der Bibliothek-Dings, wo die Tür mit Dirt zugebaut ist, ne? Da ist der Pfeilmacher drin, ne? Okay, und der Bibliothekar? Weiß ich nicht. Ich glaube hier, warte mal. Ich habe erstmal mal kurz ausgemacht, dass Creeper was zerstören können. Das nervt langsam. Danke. Viel besser. Der Creeper hat jetzt nämlich nichts zerstört, weil ich es gerade ausgemacht habe. Jetzt gehen wir nämlich einfach nur noch auf die... Na? Creeper andauernd was kaputt machen. So. Eine Fackel reicht. Wo ist der Mann in der roten Robe? Auf jeden Fall. Ist das falsch? Wo ist Robert? Hm? Wo ist Robert? Gift-Zombie auf die Fresse. Ich geh mal wieder Holz holen, ne? Okay, hier bin ich dran. Das ist doch schon mal. Du warst der Unwichtige von beiden, ne? Na? Hm? Ja, der Pfeilmacher ist der Unwichtige. Den kann man ja easy ersetzen, aber der Bibliothekar zu ersetzen wird schon schwieriger. Mhm. Jetzt bist du eine Waffenschmied drin. Ich hätte ihn wirklich einsperren sollen irgendwo. Ich habe ihn doch eingesperrt. Ja, aber wo? Wo ist er denn eingesperrt, ist die Frage. Ich habe bisher nur den Pfeilmacher gefunden. Und nichts außer zwei zugebaute Häuser. Mein Schaf ist ja auch... Ich weiß nicht warum, aber der eine Wüstenzombie hat immer ein Eisenschwert.
Hohe Level ab, ich bin Level 25. Mhm. Ist der zweite Waffenschmied und der zweite Nichtsnutz drin. Mhm. Ja, wir haben zwei, die nichts können, zwei Villager. Ich hab doch eine Enderperle. Cool, ich hab auch noch ein paar im Inventar. Das Mob-Spawning sollte illegal sein. Viele Mobs ist doch nicht normal. Ich bring die mal in die eine Kiste beim Schmied, ne? Mhm. Das Tolle ist, dass du nicht, wo du den Bibliothekar eingesperrt hast. Ich sehe nämlich nur so. Ich habe jetzt eigentlich das ganze Dorf durchsucht. Ne? Ha, kann ich auch. Ha, kann ich auch. Ha. Ha. Holz für mich oder ist das alles verbaut? Wir haben einen Zombie-Villager. Der kann auch nochmal gespawnt sein. Ist ja schon klar, ne? Ja, hast du Sticks. Wo? Aber soll ich mit 28 Sticks, damit komme ich ja in die Kaiserin. Okay, ich brauche Sticks, weil es Sticks. Ich 28. Ich kann ja was ganz einfaches jetzt ausprobieren. Dann wissen wir, ob er tot ist oder noch irgendwo hier rumsteht. Schuss. So. Spiel sollte jetzt eigentlich arbeiten. Hä? Neu, oh, sollte ein Waffenschmied jetzt arbeitslos sein. Ich habe einen Grindstone abgebaut, jetzt sogar beide. Na, jetzt ist der arbeitslos. Wenn der jetzt zum Bibliothekartisch rennt und den Bibliothekarjob annimmt, was er tut, ja, unser Bibliothekar ist tot. Ja, hau ab, Jung. Hau einfach ab. Mann, du blöder Pfeilmacher. Warte mal, ich weiß doch, wo sein Table steht. Da will er doch bestimmt hinlaufen. Ne? Ja. Ich hab ne Idee. Mhm. Hier steht der Fallmacher-Table. Und ganz einfach. Also die Tür baue ich schon aus. Macht die Idee keinen Sinn. Okay. Ich mach's jetzt ganz einfach. Ne? Mhm. Ich baue jetzt hier den Pfeilmachertisch und den Lesepult hin. Es müssten hier zwei Villager angelaufen kommen. Hm. Die Arbeit suchen. Hier haben wir schon mal einen Pfeilmacher. Piss dich, Spider-Man.
Mann, wo ist der scheiß andere Arbeitslose jetzt? Ich hab bloß einen Fallmacher hier drin. Scheiße, wenn du einen arbeitslosen Villager siehst. Mhm. Jetzt bist du scheiß Schäfer drin. Lass mich durch, du blöder Schäfer. Ah, jetzt diesen anderen Affen wieder zu finden. Also ich stehe einfach und ich baue jetzt einfach genauso. Da ist er, glaube ich. Ja, da ist der arbeitslose Otze. Ja, den arbeitslosen Otzen gefunden. Ich muss noch ein Gebäude finden, was ich zubauen kann. Nehmen wir das hier. Jetzt müsste er ja reinkommen, weil er Arbeit sucht, und dann baue ich ihn hier ein. Hat sogar ein Bett. Das ist Luxus. Hm? Er hat sogar ein Bett, wenn er nicht gerade weglaufen würde. Hallo! Hier geblieben. Und da wieder rein. Gehst du da wieder rein. So. Ist doch luxuriöses Haus. Mit Bett. So, und jetzt kann ich hier in Ruhe mit dem traden. Beziehungsweise ihn darauf vorbereiten, dass er wieder Glück tradet. Mhm. Und in einem anderen zugemauerten Haus steht der Fallmacher. No? Mhm. Fluch des Verschwindens, das will ich bestimmt beide traden, Jung. Weißt du, was Fluch des Verschwindens ist? Nee. FE4. Der 47. Fluch des Verschwindens ist, dass sobald du einmal stirbst, die Sachen einfach weg sind, die du anhast. Mhm. Hm. Gut, dass du genau in dem Haus zuletzt. Ja, bau dich schnell raus, aber bau wieder zu, bevor er rausläuft. Ich logge ihn gleich wieder an, warte. Ich baue wieder zu. Ich hole ihn mir gleich wieder. Mhm. Weil jetzt gleich, wenn ich das Lesepult wieder aufstelle, sucht er wieder Arbeit, dann kommt er hierher. Mhm. Ach, jetzt ist er schon mit. Kommst du! Herbert! Rein da! Doch so. Der hat schon wieder angenommen, ist rausgelaufen. Stärke 3. Cool. Ich sag dir, ich baue wirklich bei die Fallgruppe mit Falltür. Da können sie nämlich nicht rauslaufen. Mhm. So wie Basti das gemacht hat. Die baue ich auch gleich. Schwungkraft 1. Jetzt züchte ich mir ganz viele Bibliothekare an. Schusssicher 3. Köder 3. Du könntest vielleicht sonst mir mal ein paar Stacks Holz holen. Wenn du jetzt gerade weiter zu tun hast. Aber die brauche ich ja gleich. Ansonsten bringt mir das nichts, weil ich im Glück 3 Diamonds habe. Köder 2. Ja, kannst du mal aufhören, mich in die Ecke zu schieben? Schon wieder Fluch des Verschwindens. Verbrennung 1. Unendlichkeit. Alles coole Verzauberung, aber die suche ich nicht. Mann, der hat so viele coole Sachen, die brauche ich aber gerade nicht. Na? Fluch der Bindung, das kriegst du nicht mal ab, bis du stirbst. Das Rüstungsteil. Ja, warum sollte ich. Das ist so dumm, warum können die Flüche traden, Junge? Warum sollte ich bei ihm Fluch des Verschwindens oder Fluch der Bindung als Buch traden wollen? Auf welches meiner Sachen soll ich das bitte machen? Ne? Das sind ja Negativverzauberungen. Nemesis der Gitterfüßler. Alles klar. Mal was gerade vor mir gespawnt ist. Guck dir mal das Foto auf WhatsApp an. Ich kann nicht gucken. Ja, okay. Mitten in meinem Haus gespawnt ist. Federfall 2. Stümpel eine Mom. Nee.
Dann nehmt Herbert. Ein fahrender Händler. Ich sag doch Herbert. Sieht bei dir aber bestimmt nicht so gut aus wie bei mir. Muss ihn aber jetzt mal töten. Der Ende hat dir näher. Ja, der sieht bei dir nicht annähernd so gut aus wie bei diesem Texture-Pack. Ne? Ey, Behutsamkeit, Alter. Immerhin schon mal ein Achievement für die Spitzhacke, aber genau das falsche Achievement. Effizienz 3. Nein. Das ist zwar für die Spitzhacke, aber es sind die beiden, die ich gerade nicht haben will. Harpune 3, Digga. Harpune 3, Alter. Ich glaube, das ist für ein Dings. Schärfe 3. Cool, aber ich will mir gerade kein Schärfe 5 Schwert machen. Der mit einer Zuckerrohr fahren kannst mit dem Typ auch reich werden. Na, Harpune 5. Ihr legt noch einen drauf. Ein Bücherregal, natürlich. Ich wollte schon immer ein Bücherregal bei dir kaufen, Junge. Verbrennung 2. Ja, die Sache ist, er kann entweder Papier für Emeralds, kauft er dir ab, verkauft dir ein Bücherregal oder er verkauft dir halt ein Verzauberungsbuch. Das sind die drei Trades, die er am Anfang haben kann. Aber bei den Büchern kann er auch jedes Buch halt traden, ne? Na? Das ist das Problem da dran. Deswegen war ich so glücklich, als wir gestern Glück 3 hatten, aber jetzt ist der Typ ja einfach draufgegangen. Na? Nehmen Sie es der Gliederfüßler. Köder 3. Fluch der Bindung. Entladung. Jalla, ich bring dich um, wenn du nicht gleich das Richtige gibst. Reparatur. Behutsamkeit schon wieder. Komm, es gibt Glück. Glück 3, das ist auch ein Achievement, auch ein Verzauberung für die Spitzhacke. Schärfe. Wir haben keinen zweiten Villager, der frei ist, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht, ne? Aber ich guck mal kurz. Hallo! Sag mal, Herbert, gehst du da wieder rein? Mhm. Ich will bloß das Fenster rausreißen, um rauszukommen. Er läuft gleich. Ey, du Affenarsch! Wo ist der jetzt hin? Ey, komm wieder her! Ist mir scheißegal, ob Nacht ist. Komm wieder her. Späh ich dich jetzt da ein. Ist nur seine Haus gelaufen, dann späh ich ihn jetzt da ein. Na? Ich habe ihn jetzt ins nächste ausgesperrt. Na? Ich hoffe für ihn, dass er jetzt noch drin ist. Das falsche Haus. Ja, ne? Ja, das ist das falsche Haus. Geh mal weg, da. Ah, er liegt da im Bett. Okay, hat sich da ins Bett gelegt. Der Nichtsnutz, der kann hier ruhig rumlaufen. Aber gibt es hier irgendeinen, der noch nichts zu tun hat?
weiß, wer da nichts zu tun hat. Aber muss ich einen zweiten Lectern craften, alles. Was kriegen wir hin, ne? Aber den kannst du auch später wiederholen, ne? Weil der bietet mir gerade Schärfe 4 für 17 an. Ich überlege gerade, aber wir können Schärfe 4 später immer noch holen, ne? Na? Du hast es mit Schlafen. Bock drauf, eine Runde zu pennen. Unter mir ist eine Höhle oder irgendwas. Wieso? Weil man hier Zombies hört. Meinst du nicht die in draußen? Nö. Hier ist niemand drin, aber ich schreibe das aber nur aus Spaß. Können wir jetzt schlafen oder nicht? Ja, warte. Ich leg mich mit Schwert ins Bett, dann bin ich mir sicher. Die Nacht wird durchgeschlafen, okay. Gehen wir mal wieder zu unserem Librarian-Typen und gib ihm neue Berufung, ne? Ja, bist du? Ey, was machst du? Du bist unser Maurer. Aua. Du bist einer der nichts. Wie bist du da rausgekommen? Rein da. Geh wieder. Hey, ich hab ja alles zugebaut. Wie ist da rausgekommen? Hab ich hier den Lektorn denn gebaut? Hä? Hab ich den Lektorn dann gebaut? Hä? Wo steht der Lektorn? Der steht noch hier. Lol. Da müsst ihr jetzt ja eigentlich angelaufen kommen, wenn ich hier ein Lesepult hinstelle, ne? Ja, kommen wir da rein hier. Ja, rein hier. Flamme.
So, wir sind jetzt wieder mal in meinem Haus eingesperrt, ne? Ja. Behutsamkeit, nein. Auf 2 Quadratmeter, so lang bis er Glück ausspuckt. Stärke 5, auch geil, aber brauchen wir gerade nicht. Nicht mal eine Verzauberung. Fluch der Bindung. Oh, 37. Fressen. Der Quatsch Holz gefangen. Schon. Ja, ich gehe auch gleich schlafen. Warte. Ja, warum ist eigentlich schon wieder Nacht? Hä? Warum war eigentlich schon wieder Nacht? Hä? Wir haben doch gerade erst geschlafen, oder nicht? Mhm. Komisch. Hast du Holz gefarmt oder muss ich selber ran? Ich habe noch Akazie. Ist mir ja scheißegal, ich brauche welches, um Stick zu machen. Warte. Aber ich brauche jetzt ja 37 Emeralds, um meine Spitzhacke endlich. Na? Unser Maurer, ne? Ja. Das ist Maurer und das ist Schäfer, genau. Ich glaube, hier oben irgendwo war der Fallmacher eingesperrt. Ja, hier oben. Hast du noch Eisen? Ja, mehr als genug. Müsste in der Natur liegen. Mhm. Was für ein Geschäft. Schließ deine Hand mit deinem Dorfbewohner ab. Ich habe 8 schon von 37 jetzt. Eisen hatte ich ja echt mehr als genug. Ich hatte auch gerade in der anderen Schmiede hier einen Ofen gerade wieder getan. Was ich noch dabei eine neue Rüstung machen. Gerne mehr Holz haben, ne? Brauche nämlich eine neue Rüstung. Ja, brauche ich auch bald. Ich gerne erstmal mehr Holz haben, ne? Ich habe jetzt 8 von 37. Ein Leder hatten wir ja noch, ne? Ja, es reicht aber. Ich brauche auch ein Buch. Ich brauche jetzt 37 Emeralds und ein Buch, um das zu ertraden, das Glück 3. Ja. Okay. Ich mache hier mal oben die ganze Reihe mit Sticks. Und dann sehen wir weiter. Oder einfach das ganze Inventar, ne? Wenn ich so mache. Hier diese 2 Reihen mit Sticks war, das sollte erstmal reichen. Ja. Machen wir so. Brauchen ja auch noch in Zukunft Emeralds, ne?